Hallo, ich bin Arzkampf, heute mit einem neuen Video und zwar willkommen zu GTA 5 RP, Leute. Und uns geht's wirklich nicht gut, Leute. Ihr wisst ja, wir wollten ja von einem armen Kind zu einem reichen Kind kommen, aber bisher hat nichts geklappt, Leute. Wir wurden von der Polizei verhaftet, wir werden verfolgt und ich weiß nicht so richtig, was ich machen soll. Ich traue mich auch nicht mehr nach Hause, Leute, weil wir so viel Ärger gemacht haben und Opa wird richtig sauer auf uns sein. Und deswegen habe ich heute einen Ultra-Plan, den wir machen werden, Freunde. Und zwar, ihr seht, wo ich geschlafen habe die Nacht. Hier im Container, ey. Es läuft gar nicht mehr. Wir haben kein Geld mehr, kein nix. Und ich werde jetzt zum Schrottplatz fahren. Werde fragen, ob wir vielleicht so einen alten Roller oder irgendwie so ein altes Auto haben können oder so. Und werde da probieren, in einem Rennen gegen YouTuber, gegen iCrimex, SU und sonst wo, ein Rennen gegen die zu machen, die abzuziehen und dann eventuell ein bisschen Geld zu verdienen, Leute. Ich hoffe, dass es irgendwie ein bisschen klappt. Uns wurden alle Autos weggenommen. Das ist einfach, es ist zum Kotzen, Leute. Und deswegen würde ich sagen, wir werden jetzt mal aufstehen und werden jetzt zum Schrottplatz laufen. Und da hoffe ich einfach, ey, vielleicht ist ja dieser Schrottplatzbesitzer so nett irgendwie, dass er uns so ein altes Auto schenkt oder so. Wisst ihr, was er nicht mehr braucht und was eh nur im Weg steht, das wäre richtig nice. Ihr müsst einfach ein bisschen den Daumen drücken, Leute, wenn ihr mehr hiervon sehen wollt. Liken, abonnieren natürlich nicht vergessen. Und nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren. Und ich würde mal sagen, guckt euch das an, Freunde. Da hinten ist der Schrottplatz. Und ich hoffe einfach, dass wir was Geiles finden, was man sich vielleicht aufrüsten kann. Vielleicht können wir ja selber noch ein bisschen was reparieren. Das würde auch noch gehen. Ich werde auf jeden Fall alles probieren, irgendwie jetzt an Geld zu kommen. Hier sind wir auch schon beim Schrottplatz. Ich hoffe, dass der offen hat und dass hier irgendjemand da ist. Das wäre natürlich richtig geil. Ah, guck mal, da rennt sogar einer rum. Vielleicht hat er was richtig Gutes für ihn. Ich werde ihn erstmal so... Ich werde einfach mal so erstmal mit ihm reden. Mal gucken, ob er überhaupt vielleicht was umsonst hat. Hallo. Mit drei... Hallo, warte. Drei Rohre, vier... Flügel, ja, wie kann ich weiterhelfen, Kleine? Wer bist denn du? Hey, wer bist denn du? Ich bin der Kalle, aber hier gibt es nur Sachen für Erwachsene zu kaufen. Du hast ja kein Geld. Ne? Ich also bin der Stani. Naja, kannst du mir mal zeigen, was du so hast? Ich habe jetzt nicht so viel Geld, aber hast du vielleicht was... Ich hab einen Ball. Hier, kannst du. Fang! Bring! Schnell! Nee, ich bräuchte eigentlich irgendwie ein Fahrzeug. Ein Fahrzeug, du? Darfst ja kein Auto fahren. Naja, ich sag mal so, ich weiß nicht, kennst du die ganzen YouTuber hier in Los Santos? Ja, hör mir auf mit den YouTubern. Immer kommen die, wollen hier was klauen, wenn ich was Tolles hab. Ich hasse die alle. Ich will gegen die ein Rennen fahren und ich brauche da irgendwie, ein Auto oder irgendein Fahrzeug, irgendwas. Lass mich kurz. Und ich will betrügen bei dem Rennen. Also du ziehst die ganzen YouTuber ab, wa? Ja, ich zieh die alle ab. Oh, warte mal, nee, ich glaube, das ist nicht mehr Jens. Nee, das krieg ich. Das Flugzeug ist kaputt, nee. Da bräuchte ich zu lange draußen ein Auto zu machen. Irgendwie was Altes, was du nicht mehr brauchst, weißt du? Gegen die YouTuber, die haben da alle Lamborghini, Mamborghini, Ferrari. Ja, ich weiß, aber irgendwie werde ich das schon hinkriegen. Oh, ich hab was für dich. Oh, was denn? Ich hab was ganz Feines für dich, sogar was noch passt, wo du keinen Ärger mit der Polizei bekommst. Oh. Weil das für dein Alter sogar klappt. Dann sag mal, zeig mal. Ich komm mit. Oh, ich kann nicht mehr. Tada! Das ist von, kennst du den Michael Schumacher? Ja, Michael Schumacher kenne ich ja, ist Formel 1 Fahrer. Richtig, ja. Der hat zu seiner ersten Stunde hat er so einen Moped gefahren. So, pass aber auf, ey, stopp, bevor du kommen hast, ja? Das Wichtige ist, ne, erstmal hast du natürlich alle Leute im Blick mit den Spiegeln, ne? Das ist ja tipptopp. Aber pass auf, der sieht vielleicht ein bisschen rostig, mostig aus, aber der hat Aussehen macht sich, jetzt komm mal auf die inneren Werte an. Wenn du auf den Knopf drückst, ne? Ja. Dann aktivierst du den Boost. Da bitte mit aufpassen. Wie, der hat Boost? Der hat Boost. Ja, ich hab von Michael Schumacher. Und du hast ja gesagt, du bist YouTuber. Langsam! Oh! Alter, was ist das denn für Boost, Junge? Ich hab doch gesagt, mach langsam! Alter, das Ding geht ja übelst ab! Warte, mach der Ding auf. Hier, fahr mal ein bisschen raus. Warte. Oh! Ey, Kleiner! Ja! Kalle! Das macht trotzdem $5000, ne? Kalle, ich hab da nichts. Ja, wie? Ja, dann guck mal, wir machen das ganz einfach. Nee, dann gebe ich mir wieder zurück. Ich will dir nicht klauen. Nein, stopp, hör doch mal zu, Kleiner. Warte doch mal, der Kalle ist doch ein Familienmensch, ne? Und ich hasse YouTuber. Also, du gewinnst das Rennen gegen die, machst Geldeinsatz, weil dann die Wende niemals rechnet, du gewinnst, ja? Schön hohen Geldeinsatz, sag, wenn die Nein sagen, sagt, habt ihr Angst vor einem kleinen Jungen, dann mach ich ein Ansagevideo gegen euch. Okay. Dann fahren die Rennen gegen dich. Mach das Geld zusammen, komm später vorbei. Und okay, ich geb dir später das Geld. Danke, Kalle. Ja, mach gut, tschüss. Oh mein Gott, Leute, guck mal, was hier für ein... Ey, die werden noch safe drauf reinfallen. Guck mal, die haben noch alle Lamborghini und so, Leute. Ich sag ganz ehrlich, so von der Performance ist halt nicht der beste Roller.
Aber überleg mal, wenn ich hier den Boost-Knopf drücke, dann geht's ja richtig ab. Warte mal, ich werde mal hier zum Flughafen fahren und werde das einmal auf gerader Strecke testen, weil ich werde einfach so ein Beschleunigungsrennen gegen die machen und dann werden die mich so auslachen, werden denken, hahaha, der Roller hat ja eh nichts drauf, und dann werde ich einmal raufdrücken und dann ciao leben, Alter, okay? So, wartet mal, ich stelle uns mal jetzt hier hin, Leute. So, jetzt fahre ich mal ganz normal los und dann... Wow! Wow! Das Ding, Alter, Leute, ich habe ja schon viele Autos mit Boost gehabt, aber das Ding ist ja geisteskrank. Das Ding ist ja komplett kaputt. Habt ihr gesehen, das Teil ist 500 gefahren, das war so schnell, ich bin runtergefallen. Da muss ich wirklich aufpassen. Ich glaube, damit hätten wir eine realistische Chance, gegen die YouTuber ein Rennen zu fahren. Ich werde jetzt einmal mal zu den Ersten hinfahren. Ich glaube, ja, lass mal zu Army hinfahren und lass das mal alles so testen, Freunde. Und ich würde sagen... Wir werden einfach Army so ein bisschen unter Druck setzen und werden... Ja, vielleicht muss ich gar nicht setzen, weil ich habe ja noch gar kein Geld zum Setzen. Mal gucken, was er sagt, Leute. Wir werden einfach mal vorbeifahren. So, Leute, jetzt sind wir hier in der Nähe bei Army. Der ist ja irgendwie umgezogen. Der hat ja ein neues Haus. Ich glaube, das ist es hier, ne? Oh mein Gott, was eine geile Bude, Leute. So. Das wird mal einfach... Oh, sieht nicht schlecht aus, Leute. Ich bin zufrieden. Ich lasse meinen Roller hier stehen. Ich hoffe, den klaut keiner. Und dann werden wir mal gucken... Ob der vielleicht Zeit hat. Der wird mich wahrscheinlich gar nicht erkennen, Leute, weil ich so klein bin. Aber ich werde einfach sagen, ich bin der Bruder von Stanni. Ich bin klein Stanni, so sagen wir es das. Ist der denn, Leute? Ist der oben oder was? Oh, aber schönes Haus, muss ich sagen. Habe ich auch noch nicht so gesehen. Oh, hier ist alles Schlafzimmer. Nee. Ist der denn? Hallo, Amir. Hallo. Hä? Wo, wer ruft da? Wo bist du denn? Unten in der Garage, wer ist da? Ach so, in der Garage, warte mal. Ja, ich bin's, klein Stanni. Oha. Ich gehört, wer ist das? Oha, hey, Endo! Wer liegt denn da, hey? Leute? Hey, hey, lass meine Freundin in Ruhe. Oh, Mädels, was geht? Oh, mitkommen. Ey, ich bin's. Lass die Frauen in Ruhe. Ich bin's, klein Stanni, Amir, was geht? Ach du. Jetzt mögst du jetzt nicht aus wie dein Bruder, sonst hätt's echt schlimm im hey, Leben. Ey, was soll denn das? Pass mal ja, auf! Was kann ich, will ich tun? So, ich habe keine Tätigkeit mehr. Was hast du denn in der Garage gemacht? Im Auto ein bisschen rumgeschraubt, weißt du? Zeig mal dein Auto. Du bist Rennfahrer? Ja, klar. Ja, komm mit. Aber hier, du verlierst doch nur jedes Rennen in Los Santos, habe ich gehört. Na, Digga, ich bin der mit der höchsten Winrate. Was ist denn los mit dir? Okay, kannst du auch ein Beschleunigungsrennen machen? Wie das dein Auto oder was? Ja, ich will mal ein bisschen so den. Elektroauto jetzt, die i8 oder was? Ja, warum nicht, Digga? Schmalspurauto nennt man das auch. Oh ja, ey, guck mal, für deinen großen Bruder reicht das noch aus. Hast du, guck mal, ich habe jetzt auch ein Fahrzeug. Ja, okay, ja, dein Dreirad kannst du bestimmt mit Rennen fahren gegen andere Fünfjährige. Ich habe jetzt auch ein Fahrzeug. Naja, ich sag mal so, hast du Bock auf ein Rennen? Junge, ich habe kein Fahrrad, ne? Ist ja schon klar. Wenn ich gewinne, gibst du mir 50.000 Dollar. Ja, aber du hast doch gar kein Fahrzeug, wie soll man denn Rennen fahren? Doch, ich habe ein Fahrzeug. Ja, wo denn? Komm mit. Tada! Digga, sag mal, warst du auf dem Schrottplatz und hast alles dran geklatscht, was du finden konntest auf deinen 30 km/h? Nein, oder was? Sicherheit geht vor mit den ganzen Spiegeln. Safety ach, first. Ey. Ja, ich hab eh heute nicht mehr so viel zu tun. Ja, komm. 50.000 Dollar, wenn ich gewinne. Ja. Und wenn du gewinnst, kriegst du den Roller. Nein, wenn ich gewinne, will ich gar nichts haben. Ich zieh dich schon nicht ab. Du bist ein kleiner Kind mit einem Kamin, ja, okay, oder? Komm, dann lass auf links fahren. Lass zum Flughafen fahren und wir machen Beschleunigungsrennen, okay? Ja, okay. Oh Gott, wer zuerst zwei Runden gewinnt? Boah, guck mal, du kommst schon gar nicht hinterher. Ja, Bro! Ich bin auf dem zweiten. Du kommst nicht mehr hinterher, ist das krass. Oh, Mann, die Karre ist schnell. Oh, die Karre ist richtig schnell. Ja, kommt der Kleine. Kommst du noch hinterher, kleiner Mann? Komm, fahr vor. Wo willst du denn rennen? Ja, fahren? Zum Flughafen fahren wir jetzt. Komm, Abfahrt. Alles klar. Ey, wenn ich du wäre, würde ich ja sogar fast 100.000 setzen. Sag mal, Kleiner, ist doch scheißegal, wie viel ich setze. Du wirst eh nicht gewinnen. Ja, dann setz doch 500.000. Wenn du so große Klappe weißt du hast. Komm mal, nein, dann kommen wir mal an 50.000. Wenn du gewinnst, kriegst du mein Auto, ja? Wie? 50.000 und wenn ich gewinne, dein Auto? Ja, komm. Oder ich will nur dein Auto haben. Aber nein, nee, ich nehme auch die 50.000, nur die 50.000. Ja, kriegst du ein bisschen Taschengeld, ne? Ja, ja, dann kann ich das Auto nämlich verkaufen. Ja. Das will eh keiner haben. Ja, gut, wir sind ja gleich da, top. So, also derjenige, der zuerst zwei Runden hintereinander, also gewonnen hat, ne? Also erste Runde, wenn du erste Runde gewinnst, dann musst du aber trotzdem noch eine gewinnen, ne?
Insgesamt ja, zwei muss man gewinnen. Okay. Ich hab noch ein bisschen Zeit, deswegen passt das schon. Ich würde sagen, und let's go! Let's go! Woo! Oh mein Gott, du bist so krass und du bist viel zu schnell, ich schaff das niemals. Ja, du kommst ja kaum hinterher. Oh, der fährt ja echt nicht langsam. Oh, da steht ein Auto, Vorsicht! Langsam ist der wirklich nicht, krass. Nettes Moped hast du da auf jeden Fall. Oh, warte, lass ich noch kurz. Und gewonnen! Oh, wie schade, oh nein. Jetzt habe ich aber Angst. Erste Runde habe ich gewonnen. Zweiten. Du weißt, wenn ich jetzt gewinne, kriege ich 50.000 und dein Auto. Ja, kriegst du dann. Oh mein Gott. Okay, und los! Los. Ey, ich warte hinten auf dich, ne? Ah, nein! Oh mein Gott, Leute, ich bin so doof, Alter. Okay. Armin hat leider Scheiße, Leute. Armin hat das Runde auch gewonnen. Okay, wir müssen jetzt, ist 1 gegen 1, Leute. Wir müssen uns wirklich noch konzentrieren. Was steht hier überhaupt so scheiß Auto im Weg? Ey, wo ist mein Roller hin? Dieses scheiß Auto hier. So, Leute, der Roller ist hier einmal durch die halbe Karte geflogen. Wir müssen jetzt echt aufpassen gegen dieses scheiß Auto. Wir müssen vielleicht mal hier die Bahn wechseln, ey. Das ist ja so ärgerlich gewesen. Scheiße. Ja, war Glück gewesen, Armin. Ich habe einen Unfall gebaut. Lass mal hier die Bahn wechseln. Das ist hier viel zu gefährlich, Alter. Hier. Ja, ich bin gerade kurz eingeschlafen, weil du so lange gebraucht hast, ne? Ja, alles gut. Okay, letzte Rennen entscheidet. Ja, komm, ich zieh gerade schnell ab, dann fahr ich noch ein bisschen mit meiner Freundin. Okay, weg, ja? 3, 2, 1, los! Oh, mal hier kurz die Schaltung. Okay. Warte mal. Ey, was machst du da? Dani, Junior, nein! Ja! Nein! Let's go! Was hast du gemacht? Ich hab einfach mit meinem Roller gefahren. Ey! Wow! Der Roller gar nicht. Warte mal. Lass meinen Roller in Ruhe. Wie hast du gewonnen? Sag ich dir nicht. Nein. Aua! Gib mir jetzt die Autoschlüssel und die 50.000. Ja, das kann doch nicht wahr sein. Ja. Ich hab verloren. Nein! Ich steh zu meinem Wort. Warte, ich überweis sie dir. Okay. Doch. Autoschlüssel? Ja, hier, bitteschön. Dankeschön. Dann kannst du jetzt zu Fuß nach Hause laufen. Auf Wiedersehen, Amir. Das gibt Rache, kleiner Junge. Ich hab fair gewonnen, was laberst du für eine Scheiße? Fair gewonnen, du hast mit irgendwas gecheatet. Gar nicht, ich bin Roller gefahren. Cheater. Leute, scheiß drauf. Ich finde zwar jetzt, Leute, ich sage euch echt, die 8, ich weiß nicht, wie findet ihr den? Ich finde jetzt nicht so ultra krass. Aber ich werde ihn auf jeden Fall als Alltagsauto nehmen. Jetzt haben wir wenigstens ein Auto, das wir vielleicht verkaufen können. Oder schreibt mal in die Kommentare, was wir damit machen sollen. Und ich würde sagen, jetzt lass auf jeden Fall noch den nächsten YouTuber mit dem Roller verarschen. Boah, das ist so gemein. Das Auto lasse ich immer da stehen. Und dann würde ich sagen, mal gucken, wer zu Hause ist, Leute. Wir werden mal gucken, wer von den YouTubern da ist. Leute, ich glaube, ich werde jetzt immer zu Botti fahren, weil der hat ja nur einen GT63. Ich weiß nicht, Leute. Ich weiß, dass Max halt auch so eine Nitro-Einspritzung bei seinen Autos hat. Und ich glaube, der wird relativ hart, weil ihr seht ja auch, der Roller ist relativ schwierig zu kontrollieren. Deswegen suchen wir uns jetzt immer ein paar schlechte Gegner, sammeln ein bisschen Geld, Leute, und kaufen uns davon vielleicht in der nächsten Folge ein krasses Auto. Schreibt mal rein, was wir für ein krasses Auto uns holen sollen und ob wir auch mal gegen Max ein Rennen fahren sollen. So, Leute, ich hoffe auf jeden Fall, dass er zu Hause ist. Das wäre natürlich richtig babamäßig. Einfach mal vorbeifahren, Leute. Klingeln, fragen. Aber was anderes kann man. Oh, da steht er sogar. Yo, Botti! Was geht ab? Was hast du denn da für eine Smallburg-Kiste, Dicker? Ja, ich habe halt nicht so viel Geld und deswegen musst du mich auslachen, oder was? Dicker, guck dir doch mal, wie viel Spiegel du hast. Was soll das denn? Safety first. Was für Safety First, Dicker? Das ist doch hochgefährlich, nein, wenn du damit fährst. Nein, ist es nicht. Dicker, du hast da noch überall Rost und so. Was fährt das Ding überhaupt? Das fährt, ja klar. Deswegen bin ich ja hier. Und zwar, ich hätte zu bieten, wenn du so große Klappe hast, du hast ja so ein teures Auto und so ein schönes Anwesen, $50.000, ein Rennen, ein Beschleunigungsrennen gegen meinen Roller. Wer zuerst 2 Runden gewonnen hat, bekommt $50.000. 50 Riesen willst du abgeben dadurch. Ja. Los, ne? Ja. Ja, gut. Wenn du das unbedingt willst, brauche ich, da bist halt 50 Riesen mehr. Passt mir ganz gut. Du denkst gut, auch, Digga. Du bist schlau, ne? Digga, ist Hammer so jetzt, Digga. Deine Kiste, du kannst nicht mal
50 Meter fahren. Also ich will dir nur eins sagen, das Ding hat mal Michael Schumacher gehört. So viel will ich dir sagen. Ja, natürlich. Und ist mit der Papst. Guck mal hier. Woo! Ab zum Flughafen. Let's go, Dicker. 50 Gott. Leute, was ein Idiot. Ich sag euch echt ehrlich, Leute, das könnte ich den ganzen Tag machen. Aber das Ding ist halt, irgendwann kennen die halt den Trick und machen dann kein Rennen mehr gegeneinander. Aber die sind einfach so dumm, Leute. Das Ding ist halt einfach, die unterschätzen das alle, ne? Das Roller hier und dass man hier auch ein bisschen in GTA ein bisschen illegales Tuning machen kann. Du behinderst den Verkehr. Du kannst ja gar nichts fahren, Dicker. Natürlich, guck mal, wie schnell ich bin, Alter. Ich kann so auf einen Reifen fahren. Oha, eingeholt schon. Oha, du kommst gar nicht hinterher. Oha, du kommst gar nicht hinterher. Digga, das ist gerade meine normale Geschwindigkeit, die ich hier habe. Digga, was redest du? Ich drück noch nicht mal durch. Bro, oh mein Gott, guck mal, wie schnell ich bin. Wo bist du? Ich bin hinter dir, Bro. Digga, du kommst nicht mehr hinterher, hä? Ja, weil ich Verkehr habe. Leute, guck mal hier. Ey, Bro, willst du wirklich rennen? Digga, du wirst auf gerade Strecke verlieren. Sag mal, AMG, guck mal hier. Auf gerade Strecke, ich bin vor dir, ne? Ja, Digga, sag mal, AMG hier. Dann zieh doch Krallas. Okay, wow, wie cool du bist. Ja, okay, ab zum Flughafen. So, bist du bereit, Botti? Ja. Ich bin natürlich bereit, Digga. Ich kann rückwärts fahren, ich würde gewinnen. Ja, okay, dann fahr doch rückwärts, los. Ja, okay, ich fahr rückwärts, Digga. Okay, fahr rückwärts. Gut, Digga, okay. Das ist doch keine Frage. 3, 2, 1, los! Digga, da kommen sie ganz hinterher, guck mal! Guck mal! Ja! Oha! Verlager! Alter, warum ist die Karre rückwärts zu schnell? Digga, hast du wirklich gedacht, du gewinnst, oder ja, was? Ja, ich gewinne! Hä? Let's gar nichts gewinnst du! Ich bin vor dir! Digga, ich nehm dich doch gar nicht ernst! Hä? Ach, die letzten zwei Runden haben wir ja sowieso gesagt, ne? Erste Runde gewonnen! Digga, okay, Digga, das habe ich ein bisschen unerwartet. Hä, woher wart ihr so schnell kurz? Ja, das ist ein Trick, wenn man auf einen Reifen fährt, dann ist man ein bisschen schneller. Ja, okay, Digga, dann fahre ich jetzt nochmal. Okay, 3, 2, 1, go! Los! Digga, das. Oh Gott, Digga, da habe ich vielleicht nur nicht kurz aufgepasst. Ich fahre nochmal rückwärts und ich würde gewinnen. Digga, was ist das für ein Roller? Hä? 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 Wie lang fährst du, Digga? Hey! So, jetzt hab ich's gewonnen. Digga, guck da ein Dach von dir. Okay, ja, das war echt krass, wie du gefahren bist. 1-1, ne? Ja, 1-1. Ey, ich dachte von der Gefährnis, Digga. Ich mach jetzt hier nochmal. Komm mal, jetzt mach nochmal rückwärts. Du willst aber rückwärts machen. Okay. Ja, du kriegst wirklich einen kleinen Boost, wenn du auf ein Dings fährst. Ne, hab ich's gesehen, Digga. Ja, okay, los, denn. Abfahren, okay. Kannst vorfahren, los. Ich soll vorfahren. Ja, los, fahr vor. Ja, okay, ja, 50 Riesen. Ja, lass aus, Dani. Hier, nimm dir mal Mittelfinger. Hier. Oh, wo bist du denn? Fuck, Leute. Oh, es gibt Gummi, es war normal. Ey, Digga, du, das ist doch nicht normal. Ey, du spielst unfair, Digga! Du hast irgendwas eingestellt! Let's go! Ey! Digga, du hast unfair gemacht! Du hast gecheatet, Digga! 100%, Digga! $50,000! Ey! Hör auf! Ich will meine $50,000 haben! Digga, es gibt jetzt das Geld! Ich will nie wieder was mit dir zu tun haben, Digga! Du hast unfair gemacht! Nein, ich hab dich unfair gemacht! Digga, wer willst dir was erzählt? Hab einen AMG, Digga. Gib mir das Geld. Ich hab gesagt, das Auto gehört Michael Schumacher. Hier, da. Dankeschön. Jetzt will ich es nie wiedersehen, Digga. Du bist ein Betrüger. Ja. Halt deine Rüste. Seht zu, dass du das gewinnt. Okay, was ist da drin verbaut? Ist das jetzt von Lamborghini Ey, Leute, wir haben jetzt $100,000 und einen i8. Ich würde sagen, wir werden jetzt nochmal alles oder nichts machen, Leute. Das letzte Rennen gegen Russack um 100.000 GTA-Dollar. Wenn ich das gewinne, Leute, haben wir 200.000 und ein i8, der auch nochmal ungefähr 200.000. Jetzt hätten wir 400.000. Und dann könnte man sich davon eigentlich schon ein dickes Auto kaufen, Leute. Ich bin echt mal... Gegen Russack müssen wir alles nochmal geben. So, Leute, jetzt der letzte in unserem Bunde, den wir abziehen werden, wird der gute alte Russack sein. Ich hoffe, der ist zu Hause.
Oh, Russak, was geht? Hä? Ja, moin, was geht? Kleinen Stani, was ist das denn? Bro, das ist meine neue Rennkarre. So was Hässliches habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. So, das tut mir leid, aber. Das ist von Michael Schumacher. Oh, oh. Ey, pass auf, nicht in meinen Teich fliegen da. Russak, hast du Bock, ein Rennen gegen mich zu machen? Eigentlich absolut keine Lust, ne? Ganz ehrlich, was soll ich damit machen? Okay, um 100.000 Dollar! Hast du wirklich das Cash? Warte, habe ich dabei? Hier in diesem Koffer habe ich meine 100.000 Dollar. Oha! Die könntest du dir verdienen. Wenn du... Warte mal, ich teste mal ganz... Okay, da ist wirklich Geld drin. Alter, was? Ja. Oha! Und du willst mit dieser Rostkiste fahren, oder was? Ich fahr mit dem Ding gegen deinem Auto. Keine Tricks, kein Nix. Ja. Und was, für was sind diese langen Antennen? Kommunizierst du mit Aliens, oder was? Ja, das ist Funk. Polizeifunk. Wie findest du eigentlich mein neues Auto? Bam, Digga! Guck dir das an, ey. Das ist ein Karren, ja? Fahr das mal raus. So, erstmal schön starten, schön den Motor ein bisschen warm laufen lassen. Hier, zackala, und jetzt bamala. Ja, Baby. Boah, das ist echt eine... Alter, wie schwer hat der denn? Bruder, das ist ein explizites Supercar-Model von Nissan und der hat ganze 2500 PS, Mann. Ich glaube, wir machen doch kein Rennen. Du hast dir zugesagt, ich will mein neues Auto testen. Ich muss weiter. Ich habe keine Zeit, Russak. Ja, komm doch jetzt, Alter. Ich habe jetzt sogar das Auto gestartet. Der Benzin tut sich nicht von selber wieder verdienen, also. Ja, gut, okay. 100.000 habe ich gesagt, ne? Ja, klar. Gut, lass auf dem Flughafen Guck fahren. Guck dir das an. Da machen wir das. Und jetzt zeige ich dir mal die Geschwindigkeit. Guck dir das an. Boah, Alter, das ist krank. Das ist echt krank, Leute. Ey, Leute, ich sag euch ganz ehrlich, ich hab ein bisschen Schiss gerade. Ey, ich wusste ja nicht, dass... Ich dachte, Russak hat so einen alten M8 oder so. Ich dachte aber nicht, dass er mittlerweile so eine krasse Karre hat. Ey, ich hoffe, das schaffen wir. Aber wir fahren fast 500 km/h, Leute. Also, ich glaube, das wird wirklich echt knapp. Wer zuerst zwei Runden gewinnt, 100.000 Dollar, okay? Und nur geradeaus, sagst du? Nur geradeaus, hinten ist das Ziel. Ich aktiviere meinen Super-Beschwindigkeits-Super-Knopf, Alter. Batz, Alter. Guck mal, wie ich... Okay, okay. Zeig mal, was du drauf hast, Kleiner. Komm, okay, sag mal an. Okay, 3, 2, 1, go! Kommst du gerade etwa? Alter. Oh, oh mein Gott, was? Oh nein! Oh, nein, was? Leute! Alter, scheiße, ich glaube, ich habe mich übernommen, Leute. Wir haben knapp verloren. Nein! Wo bist du, ey? Was war das denn? Ich bin hier. Ey, wie schnell ist denn dein Auto, bitte? Hä, natürlich, das ist ein Supersportwagen. Wie kamst du aber hinterher? Das ergibt keinen Sinn, Mann. Die erste Runde ging an dich. Alter, ich muss dir Vollgas geben, Mann. Scheiße. Krank, Mann. Okay, ich bin echt gespannt. Okay. Russak, dann geht's jetzt los. Wenn du jetzt gewinnst, kriegst du 100.000. 3, 2, 1, go! Alter, was ist das? Oh mein Gott! Hey, bleib mal still! Leute, ich muss es auf ernst machen. Ja, Russak, was war das? Das ergibt für mich keinen Sinn. Ich kann mir nicht mal ran. Was war das denn? Tja, das ist halt der Roller von Michael Schumacher. Ich hab's dir gesagt. Ey, als ob er sowas hat, Mann. So, okay. Komm, nächste Runde. Du willst also wirklich die Superattacke in Höhe sehen? Ja. Okay, erstmal hier den Knopf fertig machen. Okay, ich bin ready. 3, 2, 1, go! Let's go! Oh mein Gott, war das knapp, Alter! Oh mein Gott, was hast du für eine kranke Karre? Was hast du für ein Ding? Ja, wir haben gewonnen! Let's go! 100.000 GTA-Dollar, let's go! Oh. Zwei Koffer, wir haben jetzt insgesamt 200.000 Dollar!
Jaros sagt, das war's wohl gewesen. Was hast du in deinem Auto drin? Wo hast du das einbauen lassen? Gar nichts. Ey, das ist unfassbar. Also, dann viel Spaß doch, Kleiner. Los, Leute. Alter, was war das denn? So, Leute, dann gucken wir uns jetzt mal den i8 nochmal an. Hier haben wir den i8, Leute. Und natürlich die 200.000. Ey, Freunde, heute war so ein geiler Tag. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Liken, abonnieren. Nicht vergessen, checkt die Jungs natürlich in der Beschreibung ab. Und nichts verraten, Leute, dass wir uns abgezogen haben. Nichts verraten, was wir gemacht haben. Kalle hat uns halt ein gutes Moped gegeben. Leute, das war's gewesen. Chillt mit Öl!